Ich wollte gerade fliehen, aber das ist irgendwie ziemlich sinnlos. Ich hoffe, Flavia wird dich rösten. Ich hoffe nicht. Ah, gut. Verdammt! Ich hätte genau auf die andere Seite gehen müssen. Du musst ganz schön müde sein. Willst du dich nicht hier im heißen Sand ausruhen? Aber du solltest wissen, dass Willensstärke ganz wichtig für einen Trainer ist. Ja, ich bin mittlerweile, glaube ich, schon in der zweiten Folge. Nehme ich aber zwei Folgen am Stück auf. Kann ja nicht schaden. Ich möchte Flavia jetzt einfach kalt machen. Ich möchte diese Arena komplett durchhauen hier. Weil ich echt sonst keine Lust mehr habe, wahrscheinlich, falls ich mittendrin eine Pause machen würde. Spiele mit Feuer und du verbrennst dich. Ah, gut, war richtig. Verdammt! Okay, ich kämpfe mit dir. Nett, echt nett. Oh, Meditier, da hätte ich ja noch eher mein Curlia einsetzen können. Werde ich, glaube ich, auch mal eben schnell machen. Na gut, ich bin nicht verwirrt. Zum Glück haben wir Psychokinese. Oh nein. Oh, Scanner, ey. So eine nervige Attacke. Vor allem so unnötig. Oh, du bist zu stark. Ich bin übertrieben stark. Komm, lass es richtig gewesen sein. Aha. Siehst du, wie wild die Flammen züngeln? Züngeln? Okay. Sie bejubeln meinen Sieg. Du hast noch nicht gewonnen und du wirst noch nicht gewinnen. Es tut mir echt leid, aber nein. Dein Schneckmark wird einfach so zu Stein, weil ich es mit Wasser kühlen werde. Oh ja. Dein Schneckmark wird stumpfes Schneckmagma bestein. Was für ein Wortspiel. Ich werde das Pokémon nicht wechseln, auch wenn ich nicht genau weiß, was als nächstes kommt, weil ich es wieder nicht gelesen habe. Weil meine Konzentration gerade stark nachlässt irgendwie. Aber egal. Ich zieh das jetzt durch. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Ja, vermutlich. Das fing aber alles schon bei deiner Geburt an. Oh. Guck mal alles wieder von vorne. Okay. No. Komm schon, los geht's, bevor ich abkühle. Oh, ich drücke auf die falsche Taste. Ha, praktisch. Und Schneckmark wird eingesetzt und Morabel wird eingesetzt und wir setzen Aquaknarre ein. Und Schneckmark ist tot, weil das sehr effektiv ist. Es ist immer das Gleiche in dieser Arena. Und Hitzkopf Thorsten. Es ist so heiß. Und doch ist mein Herz von Eis umgeben. Das war echt poetisch.
glaube, ich muss gleich weinen. Okay, anscheinend muss ich doch da oben rein. War das richtig? Nein, war's nicht. Okay, Moment. Ich hab's gleich. So, da muss ich jetzt auf jeden Fall hin. Da muss ich aber da hin. Okay. Dann werde ich hier durchgehen. Jetzt muss ich mich entscheiden. Gehe ich erstmal links. Dann bin ich hier. Und wieder beim Anfang. Ich hätte nicht links gehen dürfen. Ich muss das nächste Mal den rechten Weg einschlagen. Okay, also hoch. Da lang. Hier rein. In den mittleren. Den rechten Weg einschlagen. Okay. Ja, geht doch. Puh. Moment, ich guck mal eben, wie viele AP jetzt Aquaknarre noch hat. Ja, das sollte aber reichen. Mehr als reichen. Willkommen! Halt, warte! Hallo, du Winzling von Trainer. Wie schön, dich hier zu sehen. Ich bin verantwortlich für, nein, warte. Ich bin Flavia und ich bin die Arenaleiterin hier. Du solltest mich nicht unterschätzen, nur weil ich noch nicht so lange Leiterin bin. Ich habe das Talent meines Großvaters geerbt und daher, kann ich dir die heißen Attacken zeigen, die wir hier entwickelt haben. Okay, Flavia, okay. Bist du ganz tolle. Mhm, ja, genau. Ein bisschen eingebildet wirkt die. Bam. Oh ja, Level 32. Schneckmark wird eingesetzt. Ich glaube, sie kann mir gar nicht diese tollen Attacken zeigen, die sie entwickelt hat. Das ist schade. Oh! Nicht schlecht. Jetzt erhöht sie auch noch die Spezialverteidigung von Schneckmark. Das ist natürlich ganz übel. Jetzt muss ich noch zweimal bestimmt Aquaknarre einsetzen, ich sei denn, ich lande einen Volltreffer. Alter. Na gut, ist tot. Amarup wird eingesetzt. Das machen wir doch auch locker platt. Oh, ich hatte damals auf der Pearl, glaube ich, war das. Hatte ich aber vorher auf der Feuerroten, genau. Und das habe ich mir dann von der Roten, beziehungsweise ich habe das, glaube ich, von der Saphir gekriegt oder so, auf meine Rote, Feuerrote, wohlgemerkt, ne? Und dann auf meine Pearl. Und da, ich habe immer mit dem Kamerup gespielt. Auch Doppelkämpfe, aber ich weiß nicht mehr genau, mit welchem noch. So. Und Murabel hat sich anscheinend gerade in Kamerup verliebt. Was gar nicht mal so cool ist. Oh, wie nervig. Kamerup sieht doch nicht mal schön aus. Warum verliebst du dich da rein? Oh, Starvorliebe. Kann man da nur Pokémon wechseln? Ich werde es jetzt einfach tun. Ganz ehrlich. Tausch. Schaffst es, Curlia. Juhu.
Oh, Tackle macht ja sogar ein bisschen Schaden. Und Psychokinese auch. Und Hitzekoller macht mir wahrscheinlich gleich ein bisschen Schaden. Wobei das bisschen untertrieben war. Bitte setz keinen Trank ein. Ach, leck mich. Oh Gott. Immerhin ist Morabel nicht mehr verliebt. Geht doch. Kurtel wird eingesetzt. Oder Kurtel. Kurtel heißt es, glaube ich. Ja, Kurtel müsste es eigentlich heißen. Kurtel wäre schon fast wie Squirtle. Auf Englisch Shiggy. Und ich glaube nicht unbedingt, dass sie das machen würden. Obwohl, sind ja beide Schildkröten. Oh, verlieb dich doch nicht in jedes bescheidene Pokémon, ey. Das regt doch auf. So, mal eben anderes Pokémon aussenden. Sowas wie Zickzacks. Das jetzt wahrscheinlich einfach sterben wird, aber ist ja egal. Hui. Das macht doch Laune. Gleißendes Sonnenlicht. Aquaknarre. Wie ich einfach kaum Schaden mache, ey. Das ist ja richtig mies. Hoffentlich hat die keinen Übertrank mehr. Oh, ich muss jetzt schon wieder das Pokémon wechseln, ne? Das ist doch scheiße. Die ganze Zeit gleißendes Sonnenlicht, gleißendes Sonnenlicht. Ja, leck mich, gleißendes Sonnenlicht, ey. Immerhin. Na, schade. Eigentlich hätte sich Quirtle selbst noch verletzen müssen. Aber das geht, glaube ich, nur, wenn das andere Pokémon noch weiterlebt dann. Nachdem man Body Slam. Oder nee, das war noch bei Body Check, genau. Body Slam hat ja gar nicht selbst Schaden gemacht. Komm. Komm schon. Oh. Anziehung, ey. Nervig. Los, Schneckmark. Gut, sie hat keinen Hypertrank mehr anscheinend. Boah. Das ist gerade ein bisschen spannend. Für mich. Aber wir haben es geschafft. Endlich. Scheiß Anziehungskacke, Dreck, Mist. No. Erstmal einen Schluck trinken. Ich glaube, ich habe es übertrieben. Ich bin ja auch noch nicht lange Arena-Leiterin. Ich habe zu viel versucht, jemand zu sein, der ich gar nicht bin. Ich muss die Dinge auf meine eigene Art angehen, sonst verwirre ich nur meine Pokémon. Danke, dass du mich das gelehrt hast. Du hast dir das ja wohl verdient. Sehr gut. Hitzeorden. Sehr schön. Mit dem Hitzeorden gehorchen dir alle Pokémon bis Level 50, auch die, die du durch Tausch erhalten hast. Und du kannst ab sofort Stärke auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Dies ist das Zeichen meiner Anerkennung. Nimm es ruhig an. TM 50 erhalten. Hitzekoller. Ja, cool. Das werden wir irgendwann nochmal... Oh, Pokénuff. Auch schön. Werden wir irgendwann bestimmt nochmal einsetzen können, Hitzekoller. Oh, da ist Maike. Ich kann jetzt aber nicht kämpfen, ne? Das ist dir klar, Maike. Wir haben uns lange nicht gesehen. Oh,
als ich die heißen Quellen aufgesucht habe, habe ich den Orden der Arena von Bad Lavastadt erhalten. Du hast anscheinend viele Pokémon gefangen. Ich meine, du hast ja schon einige Pokémon aufgezogen. Ich denke, das hier wirst du gut gebrauchen können. Wüstenglas erhalten. Ach, dann kann ich endlich durch die Wüste latschen da. Mit diesem Wüstenglas wirst du keine Probleme haben, durch die Wüste in der Nähe von Route 111 zu gehen. Aber meine Tastatur hat Probleme. Ja, ich streng mich an. Klar. Tok, ich glaube, ich sollte deinem Vater in der Arena von Blütenburg City herausfordern. Man sieht sich. Ja gut, hau rein. Dann gehe ich nochmal eben schnell meine Pokémon heilen. Und dann speichere ich mal das Spiel. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen, bewerte bitte noch das Video und dann hoffentlich bis zur nächsten Aufnahme oder Folge. Tschüss!